Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Kickstarter-Unboxing. Und zwar haben wir heute Die of the Dead von Wurzel 8 Games von James Allen und Mark Stockton Pitt. Und hier hinten haben wir es, 14 Jahre, 2 bis 5 Spieler, 45 Minuten. Und es geht hier um die Dia de Muertos. Mit diesem Fest der Toten, wie es so schön heißt. Und jetzt schauen wir da einfach mal rein. Und hat ein bisschen gedauert, bis es hier ankam. Das steckte etwas im Zoll fest. Und hier sehen wir, dass es hier eine Treppe gibt, die man, ich sehe schon, so aufbaut. Die Särge muss man, glaube ich, auch zusammenbauen. Aber da haben sie jetzt nichts irgendwie reingeschrieben. Jetzt gucken wir mal hier die Anleitung an. Okay, auf jeden Fall sehr groß geschrieben. How to play. Wunderbar. Ascending Souls. Casket 1, 2. Ah, die verschiedenen Särge haben diese Fähigkeiten oder Funktionen. Tokens sind hier erklärt. Sehr schön. Bonus oder Bonuses. Zwei-Spieler-Spiel, da ändert sich wohl ein bisschen was. Und alternative Spielerboards oder Spielbretter. So. Open Casket Variant. Varianten auch mit dabei. Das ist doch immer ganz toll. Okay, hier sehen wir das Material. Ja, Cardboard-Dicke ist okay. Nicht übertrieben Lacerda, aber passt. Hier haben wir auch, sieht cool aus, verschiedene Fähigkeiten oder so. Genau, gucken wir hier hinten drauf. Play before another player chooses a casket. Aha. Ja, und das sind, denke ich mal, die Stufen für die Treppe. Ja. Das kann man hier. Ich trenne das einfach mal raus. Normalerweise mache ich das ja nicht, aber das sind wahrscheinlich die irgendwelche Spielermarker vielleicht. So, weg damit. Dann haben wir hier Prepare Souls. Ja, wobei. Auf der Rückseite sieht man das so. Ich glaube, ich mache das lieber so. Dann sieht man das ein bisschen besser oder schneller. Sehr gut. Shake the casket, remove each player's duplicate. Souls. Ja, man schüttelt den Sarg. Und wunderbar. Gucken wir mal hier. Auch die letzte von denen hier. Ist wahrscheinlich der Boden der Treppe oder so. Schauen wir hier nochmal. Okay, wunderbar. So, dann haben wir hier weitere. Ups, trennt sich schon mal gut raus. Aber man sieht hier so leichte Umrandungen, wo die Würfel dann wahrscheinlich hinkommen. Dann haben wir hier die einen Teil der, na komm raus, Treppe. Wupp. Das sieht ja schon mal sehr cool aus. Selbst die Hunde sind so bemalt. Gut, ja, das sieht jetzt so aus, als wären das, hier sieht man nochmal das hier. Dieser Flip. Und hier von den Treppen nochmal. Ah, hier sehen wir Board and Front. Ah, das sind die Treppen. Seitlich. Hier auch nochmal von der Treppe etwas. Gut. Ah, die Särge sind schon vor. Ach, das sind solche. Interessant. Ja. Ich dachte, die muss man zusammenbauen. Aber ja, nee, das sind lustige Särge-Schachteln. Sehr, sehr cooles Design. Also designtechnisch sehr, sehr hübsch. Und schauen wir uns mal die einzelnen an. Cool. Ja, vom Material her fühlt sich auf jeden Fall robust an. Ja, sehr cool. Und hier hinten die blauen Särge. Kann man hier reingucken. Da sind auch schöne Totenköpfe mit drauf. Sehr nice. So rum. Hier sieht man das schon mal. Ha, nice. Ja, auf jeden Fall schickes Design. So, was haben wir noch? Natürlich in dem Roll and Write dürfen Würfel nicht fehlen. Aber ich glaube, da brauche ich nicht wirklich was rausholen. Die haben eine seltsame gelbe Farbe irgendwie.
aber hochwertig, sieht gut aus. Ja. Da haben wir dann hier ein eher so matt, würde ich mal sagen. Nicht so leuchtendes Rot, Blau und Schwarz. Und dann sehe ich hier, okay, weiß noch, logischerweise. Hier sind das Ersatz. Ah ne, schau mal, das sind nämlich noch die Totenköpfe drauf. Das war's. Eins, zwei, drei und vier, glaube ich. Sehr schön. Ja, cool. So, dann werde ich mal kurz die Treppe aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier habe ich jetzt schon mal die Teile hier so ein bisschen rausgetrennt und das hier eingefügt. Was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass es hier so ein bisschen lobberig ist. Aber ich denke, wenn alles zusammengebaut ist, hält das ein bisschen besser. Und in der Anleitung steht auch, dass man das so in die Schachtel reinkriegt. Das werden wir dann gleich sehen. So, ja, es ist vollbracht. Die Treppe ist gebaut. Ich zeige die euch mal hier von der Seite. Ja, und ich glaube, die passt auch tatsächlich gerade mal so hier rein. Also viel Platz ist da nicht mehr drüber. Und das hier kann man ja dann hier drauflegen. Und ich denke, dass die Würfel auf jeden Fall in die, also es geht ja gar nicht anders, in die, upsa, in die Särge rein muss. So, ich kann nicht mehr mal sprechen. Ja, jetzt aber zu dem Ding selbst. Ja, Material ist echt schön, aber wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, ist ein bisschen lobberig. Und das hier wird dann hier einfach nur so reingesteckt. Und ja, das ist halt. Wenn das hier so steht und jeder hier da drum macht, da wackelt das hier so ein bisschen. Da muss man mal schauen, da muss man vorsichtig sein. Oder ich hänge hier unten nochmal so ein paar Standys hin. An sich, sonst sieht das optisch sehr, sehr schmackhaft aus. Ja, so. Das war es jetzt zu Die of the Dead. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr das vielleicht sogar auch gebackt schon bekommen, schon gespielt? Oder sollen wir das spielen? Sollen wir euch mehr davon erzählen? Und gerne Daumen, Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder. Bye, bye!